Ich bin der Werner Koch, Hersteller der Kontursteigfelle in Tirol. Bei unseren Fellen mit Hybrid-Klebetechnologie funktioniert der Zuschnitt auf jeden beliebigen Ski kinderleicht. Und wie das genau geht, zeige ich euch jetzt. Wir haben die Möglichkeit, dadurch, dass wir mit einem Laserplotter schneiden, die Folie am Fell hinten in drei Segmente zu schlitzen. Vor dem Zuschneiden der Felle zeige ich mal wichtig nur den mittleren Streifen der Folie ab. Funktioniert ganz einfach. Und am Rand, rechts und links, da wo ich dann zuschneide, ist die Optikfolie noch drauf. Wenn die mittlere Folie da unten ist, montieren wir das Fell am Ski, möglichst in der Mitte. Das sehe ich am besten, wenn ich den Ski umdrehe und schaue, wie viel Fell rechts und links übersteht. Hänge am Skiende die Befestigung ein. Druck es in der Mitte an und dann kann es losgehen. Mit dem Zuschneidmesser, das bei jedem Fell dabei liegt, fahre ich mit diesem Fuß zwischen Folie und Skibelag hinein, stelle meinen Ski ein bisschen erhöht, dass ich in einem Zug durchziehen kann, schaue, dass die zwei Zapfen immer seitlich an der Skikante anliegen und fahre flüssig und ohne Widerstand zwischen Folie und Skibelag durch. Somit ist eine Seite abgeschnitten, drehe mir den Ski dann um und ohne das Fell irgendwie versetzen zu müssen, fahre von hinten nach vorne die gleiche Bewegung in einem Zug durch. Schau, dass der Ski und das Fell stabil sind und darf zum Schluss natürlich nicht vergessen, die verbleibenden Folienstreifen rechts und links ganz einfach vom Fell abzuziehen. Muss das Fell dafür aber nicht runternehmen, zieht es seitlich raus, fahr einmal mit der Hand drüber, dass wir die angeschnittenen Fasern weggehen und das Fell ist fertig zugeschnitten und es kann schon losgehen auf Tour.